Oh nein, Gotham City verfällt der kriminellen Seite und Batman hängt nur im Kino rum. Was machen wir jetzt bloß? Pac-Man! Pac-Man! So, wie ihr schon gesehen habt, gibt's heute mal ein Retro-Video von mir, und zwar Pac-Man. Viele Leute haben Stars wie Mario oder Sonic oder Mega Man. Aber ich, der das Vierteljahrhundert schon voll gemacht hat, hat auch Helden wie Pac-Man in seiner Kindheit vom ganzen Herzen geliebt. Und deswegen gibt's jetzt mal eine kleine Runde Pac-Man. Für den Nintendo kam es zum ersten Mal 1993 raus. Und zum allerersten Mal gab es Pac-Man 1980 auf den Arcade-Automaten. So, hier gibt es ein Player, zwei Player. Und dann lege ich gleich mal auf, ich spiele mit dem Classic, der liegt mir einfach besser in der Hand als die Wiimote. So, das Spiel ist von der Steuerung absolut hart. Also es ist kantig, ist hart, wie man hier sieht, ich muss 10-mal nach oben drücken, damit der da hoch geht. Also wirklich nur was für echte Retro-Fans. Ansonsten besteht akute Ausrastgefahr, weil der nicht das macht, was man möchte. Aber es ist einfach Pac-Man. Was wäre Pac-Man, wenn es so nicht wäre, wie es damals auf den Automaten gelaufen ist? Oh, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen mich zu konzentrieren und das erste Level mit Bravour zu stehen. So, das war schon wieder so ein Steuerungsausraster, aber das ist halt einfach Pac-Man. Die 500 Wii Points sind meiner Meinung nach einen kleinen Tick zu hoch, leider gibt es bei Nintendo keine niedrigeren Stufen. Vielleicht so 300 oder 250 oder so hätten es vielleicht für Pac-Man auch getan. Ich meine, schließlich ist es Pac-Man. Aber, naja, da kann man da nichts machen. So, erste Level geschafft, ein Leben verloren. Man muss sich konzentrieren, um da wirklich Highscores hochzuknacken, weil es geht einfach nur um Highscore, Highscore, Highscore. Nichts anderes bei Pac-Man. Pac-Man selbst hat 255 Level. Es gibt ein 256, was dann verbuggt ist, weil der Rhythmus, der Algorithmus vom Spiel das nicht mehr darstellen kann. Das Spiel wurde insgesamt, glaube ich, dreimal durchgespielt erst auf der Welt. Das kann man bei Wikipedia nachlesen. Oder auf diversen Pac-Man-Fanseiten. Gibt's auch klasse Berichte darüber. Über Pac-Man History und so weiter. Es gibt auch einen Kerl, der hat das komplette Spiel durchgespielt und hat alle Früchte eingesammelt. Natürlich auch alle Punkte. Sonst schafft er es ja nicht komplett bis 255. Und hat dabei noch geschafft, alle blauen Monster, also immer die großen Pillen zu holen und alle blauen Monster zu fressen. Also, ich weiß nicht, was mir dazu einfällt. Ich bin einfach absolut verrückt. Wenn ich mir vorstelle, ich komme hier vielleicht, wenn ich mich anstrenge, in Level 5, Level 6, ich weiß es nicht. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Ich hatte das Spiel original damals auf meinem Game Boy, auf dem ersten. Das war... Ja, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war oder wann das rauskam. Oder auf dem C64 habe ich es auch gespielt und bei meinem Vater in der Firma auf dem IBM. Da war ich noch ein kleiner Stoppel. Ah, knapper Pac-Man. Und die Sounds sind einfach nur Geschichte, sag ich mal. Vor allem, jeder kennt Pac-Man. Also ich kenne niemanden, der Pac-Man nicht kennt. Wenn man natürlich auf Highscore spielt, sollte man versuchen, alle blauen Monster mitzunehmen, anstatt die Punkte hier zu fressen. Oder vielleicht auch ab und zu mal hier so ein Obst holen. Ah!
Jetzt wird's langsam eng. Ein Leben noch. Mit Video ist es halt nicht ganz so einfach, sich dabei zu konzentrieren und noch mal irgendwas zu erzählen. Kommt, ich nehme schon mit. Jawohl. Zack. One-Up. Also ab 10.000 gibt's ein One-Up. Das habe ich, glaube ich, schon bekommen, wenn ich richtig sehe. Also die Steuerung ist wirklich nur was für richtig harte Fans. Weil die ist wirklich null Komfort. Ah! Man bleibt an jeder Ecke hängen, aber das gehört halt einfach dazu. Jetzt bin ich Game Over. Hab vierte Level, glaube ich, müssten die vier Früchte sein. Ja, vierte Level geschafft. Mein Highscore ist da oben. Leider speichert der, glaube ich, die Highscore nicht mal bei der Wii-Version, Virtual Console-Version, was ich eigentlich ein bisschen schade finde. Aber ansonsten ist es halt einfach Pac-Man. Aber wie gesagt, ich finde leider die 500 Wii-Points einen kleinen Ticken zu happig, weil man hat zwar einen Zwei-Spieler-Modus, der halt dann einfach nur abwechselnd geht, aber ansonsten denke ich mal, Pac-Man heutzutage nach 28 Jahren noch für 5 Euro umgerechnet dann zu verkaufen, finde ich dann auch einen kleinen Tick zu viel. Es ist ein Spiel, was aus der Videogame-Geschichte nicht mehr wegzudenken ist. Es hat Geschichte geschrieben, es schreibt heute noch Geschichte, aber ich denke mal, 250 Wii-Points hätten es auch getan. Ansonsten absolut nur was für Retro-Fans. Oder Leute, die halt wirklich schon ein bisschen älter sind. Okay, das war's für mich. Bis dann.